Yo, 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 was geht, Leute? Heute ist Fasching! Genauso sieht's aus, Leute. Kane macht sich jetzt fertig. Ich zeige euch gleich, als was Kane geht. Ihr werdet erstaunt sein. Und er freut sich unnormal. Er hat die Tage gezählt, so süß. Er meinte gestern nur noch einmal schlafen. Und dann ist Fasching! Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, abonniert den Kanal. Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wenn ihr das erledigt habt. Wir sind The French Family, damit ihr Bescheid wisst und werden bis Ende 2022 immer für euch produzieren, Videos drehen. Und an der Stelle, Leute, viel Spaß beim Video. Peace! So, Friends, genau so wird Kane heute aussehen. Das ist sein Kinderkostüm Ninja. Guck mal, wie geil das aussieht, Leute. Genau so müssen wir das jetzt hinkriegen. Und seid gespannt. Kane, bist du ready? Ja. So, Leute, das ist Kanes erstes Fasching. Wow, Kane. Oh, du siehst richtig gut aus. Zeig mal dein Ninja-Schwert. Mein Löwe. Oh. Okay, Kane, dann zeig mal ein paar Ninja-Moves. Wow, wow. Hallo, ich hab nichts damit zu tun. Du sollst mir das zeigen. Okay, ja, genau, das brauchst du noch. Wir gucken jetzt, ob du das schaffst. Oh, was für ein großer Junge. Tschüss. Ich habe hier einen Ninja zu Hause, Leute. Kaden ist einfach mal 4 und zieht einfach mal so kurz Sachen von 7 bis 8 an. Leute, wir machen gleich ein Bild für Kaden draußen. Also ich mache ein Bild für Kaden und geht alle auf Instagram und schenkt Kaden auf jeden Fall Liebe, ja? Ja, kommt hin, oder? Du, das ist heute dein Tag, yo, Ninja Boy. So, Leute, Papa hat auch als Fashion Designer eine Ausbildung gemacht. Ich wusste nicht. Ja, das wissen nicht viele. Ninja KD. Genau, Ninja K Fresh. Du Ninja. Wow, richtig schönes Kostüm. Wer hat dir das gekauft? Papa. Oh. Das Ding ist, Lesel muss man so bedenken, er ist ja gerade 4 und das hier ist gerade so für 7. Größe meinst ja, du, ne? 122, 128, 7 bis 8-Jährige. Leute, ihr wisst selber, er hat gerade im Dezember Geburtstag und ist wie alt geworden? 4! Und es passt perfekt, ne? Ja, es passt. So, Leute, Mama meinte, Kinaya geht heute als Marienkäfer. Und dann dachte ich so, was redest du da wie Marienkäfer? Jetzt gucken wir mal, was Mama da vorhat. Ja, wir haben leider keinen schwarzen Stift. Kinaya also, ist ein grauer Marienkäfer mit Rot. Daisy muss improvisieren. Guck mal, sie wird eh alles schmieren heute. Guck mal, wie süß sie aus. Kinaya, du gehst heute als Marienkäfer. Dein erstes Fasching, guck mal. Sie guckt, sie denkt so, nerv mich mal nicht mal. Das ist so ein Frühmorgen, was nervst mich denn? Kinder, ob du willst oder nicht, ich bin dein Daddy. Kay, du bist fertig. Guck mal, was Papa mit dir gemacht hat. Schau, Leute, das sieht doch genauso aus. Zeig mal dein Ninja mit 2 Schwerte. Kaching, kaching. Gleich kämpfen wir draußen, Kay. Glaub mir, du kämpfst gleich mit Papa. Und ich werde gewinnen. Ey, schau, Ninja, Ninja, ey. Es tut mir leid. Und Kinaya, ey, Marienkäfer haben wir hier. Mann, bist du ready? Als was gehst du heute? Als Geist, siehst du nicht? Als Geist, ich lach draußen, ist es okay? Nee, am besten jetzt bitte. Nein, ich lach draußen im Auto. Alles klar. Okay, komm. Oh, Ninja Kane. Also Ninja und Marienkäfer. Und was ist denn deine Aufgabe heute? Kinaya? Fliegen und süß sein. Papa. Da. Das ist Kane. Kane. Ja, guck mal Kane an. Ja, guck mal deinen Bruder an. Guck da. Er ist ein Ninja. Alpha, ja, das ist Kate. So, Leute, jetzt haben wir Kaden und Kinaya weggebracht. Ihr wisst, Kinaya ist heute als Marienkäfer gegangen und Kaden heute als Ninja. Und Papa ist jetzt auch Ninja. Ninja. Ist Bescheid. So, Leute, jetzt ist Mama und Papa allein unterwegs. Wie er Mambo tanzen kann. So. Ja, er tanzt so elegant mit Sibylle und hier, an der Hand. Ihr checkt, ihr wisst selber, Deutschlandwetter, Hamburgwetter. Katastrophe. So, was machen wir jetzt? Was ist Auto unser Plan? Suchen. Wir sind genau. Immer noch auf der Suche. Genau, auf der Suche. Wo fahren wir jetzt hin? Warte mal, ich muss kurz die Adresse raussuchen. Wir können euch ja mal kurz mitnehmen und dann beenden wir auch unser Vlog, oder? Ja, wir nehmen euch jetzt bisher mit und dann ist es hier auch schon wieder vorbei. Wir hoffen, ihr hattet bisher Spaß. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, nicht vergessen. Und ansonsten habt viel Spaß weiterhin beim Zuschauen bei diesem wunderschönen Wetter. Oh mein Gott, nicht so kalt, ne? So, Leute, wir waren tatsächlich nach Autos gucken, aber wir haben vergessen aufzunehmen. Ich glaube, wir konnten auch nicht aufnehmen, weil das hat sich nicht so ergeben. Bin ehrlich, das war auch richtig kalt, richtig windig. Aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hamburg City. Daisy, die liebe Dame, ja,
bekommt eine Brille. Kannst du mal erzählen? Ja Leute, ich bekomme eine Brille. Ich habe euch in meiner Insta-Story immer wieder erzählt, dass ich unter Kopfschmerzen leide. Und ja, jetzt wurde festgestellt, dass ich eine Weitsichtigkeit habe und ich muss jetzt eine Brille tragen. Und ja, die müssen wir jetzt heute noch abholen. Genau, wir holen die Brille ab und ich denke mal, dass sie vielleicht noch mal so ein Autohaus in Hamburg abchecken werden, um zu gucken, ob wir da irgendein Auto finden, jo, was uns gefällt. Aber ich glaube nicht, weil Leute, unser Budget ist ja nicht so, ne? Ja, nicht so hoch angelegt. Nicht so hoch angelegt, aber was soll man machen? Man versucht sein Bestes, ne? Hauptsache ne? Es fährt, ne? Von nichts kommt nichts, ne? Von nichts es kommt nichts. Es 700 immer. Hauptsache es fährt von A nach B. A, B. So quatsch mal diese Aussage, das regt mich so auf, ne? Immer so, ja, Hauptsache es fährt von A nach B, aber ich habe keinen Bock halt mit so einem Schrottauto rumzufahren, ne? Also wenn man das vermeiden kann, wieso nicht? Ist echt so. Und wir haben halt schon so ein bisschen Vorstellungen haben wir schon, ne? Ja. Also, ja, man muss halt gucken, ne? Ja, wir gucken schon die ganze Zeit, so Leute, das wollten wir uns jetzt, das wollten euch, oh mein Gott, wir wollten euch das nur mitteilen und ich gebe Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Bis gleich. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Ciao. Was so, hast du gerade gesagt? Nein, ich meine, jetzt sind wir da, Leute. Freust du dich jetzt auf deine Brille? Ja. Brille fehlt, Mann. Ja, okay, los jetzt. Ich werde zu einer Brillenschlange. Hi. Also Daisy, ich glaube, ich muss kurz hier warten, weil ich habe meine Maske vergessen. Dann sehe ich eigentlich... Oh, danke dir. Hier, Brille 4, Mann. Warte, ich glaube, drinnen darf man eh nicht filmen, ne? Ich mache das mal kurz aus hier. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, ja? Deine Brille. Das ist gehalten, ja. Das ist ein gutes Stück. Darf ich gerne abnehmen, runterschieben, je nachdem, wie sie halten. Jetzt wird sich entscheiden, ob ich heute bleibe oder nicht. Wow. Cool. Macht's aber schon besser. Aber das wurde auch voll schön angepasst auch, ne? Dann ist ja ihre gute Nachtgeschichte heute gerettet. Ja, gute Nachtgeschichte ist heute gerettet. Oder die der Kinder. Ja, ja, cool. Ja, das sieht voll gut aus. Auch voll schön angepasst, ey. Ja, Farbe passt vorbei. Mhm. Zeig mal. Ja, genau. Kurz bitte einmal hier reingucken, bitte. Ja. Oh, hallo. Na, schön. Hallo. Das sind auch vom Sitz, oder? Ja. Sind Sie zufrieden, Frau Müller? Ja, ja. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt einen Unterschied von meinen Kopfschmerzen spüre. Ja. Das denke ich immer schon. Naja, es ist halt nicht viel stärker, aber es ist schon einfach ein bisschen mehr entspannend. Ja. Das reicht manchmal schon aus, ne? Wie viel zeige ich jetzt hier? Zwei. Stimmt nicht, ich habe eins gezeigt. Alles klar. Oh, das sieht ja schön aus. Dankeschön. Dann noch bezahlen, ne? Das heißt jetzt? Jo. Okay, Madame. Bist du jetzt glücklich? Jetzt kannst du ja deine Maske ruhig abnehmen. I see you watching my story. Ja, okay, entspann dich mal jetzt, ja? Sie ich denkt jetzt. Eine Brille. Was denkst du, was du jetzt hast? Louis Vuitton-Brille? Alleine dieses Case, so Oma-mäßig, ne? Bin ich jetzt 70? Wir machen nochmal Probe. Pass auf, Auto kommt. Das macht schon, man denkt, das macht keinen Unterschied, aber es macht ehrlich, ich merke das auf den Augen, ja, ne? Mach mal kurz Haare auf, vielleicht sieht das sexy aus, weil du siehst echt gerade aus wie ein Oma. Ey, meine so Deutschlehrerin. So was ist denn mit mir? Also du kannst jetzt aussuchen, bist du jetzt meine Deutschlehrerin oder meine Mathelehrerin? Das überlege ich mir nochmal. Mach mal rein. Komm, schalt mal mein Porsche ein. Leute, hier. Wisst Bescheid. Wieso lachst du, Mann? Freust du dich nicht, dass ich Porsche fahre? Porsche Cayenne? Ja, wir fahren raus, Meister. Wir fahren raus. Porsche Cayenne, ihr wisst Bescheid, Leute. Machen keinen Spaß hier. Komm, steig ein, mein Mausi. Komm, Zuckerschnecke. Ja, komm. Oh, wie gefällt dir mein Porsche? Ist gut. Hm? Also Leute, unsere Wege trennen sich jetzt hier, ne? Ich gehe jetzt weiter Autos gucken, jetzt hier Itzehoe. Ja. Und Daisy. Ich hole die Kinder ab. Wir brauchen ein Auto. Deswegen, ne, muss ich. Ich hoffe, du findest was. Ja, ich kann nichts machen, als nur gucken. Ja. Und ich hoffe, dass ich auch was finde. Und wir brauchen diese Woche ein Auto, Leute. Eigentlich weil brauchen wir haben heute ja, oder morgen eins. Ja, heute oder morgen, weil wir müssen das hier wann abgeben? Sonntag, ne? Ja. Ciao. Scheiße, ey. So, Leute, ich dachte, unsere Wege trennen sich, aber wir sind jetzt gerade hier im Auto hier hinten. Candy, hier mein Bro, Kevin, ihr wisst Bescheid. Und
Diese muss ich. Da, das, was ist das jetzt? Ist auch immer Standard, ne? Ziel erreicht. Das ist dein Drive Now Car. Ui, okay, warte, wir fahren hier kurz hier rein. Also Daisy, wir verabschieden uns. Ich fahre jetzt mit den Jungs nach Itzehoe, damit ich auch nicht auf dem Weg einschlafe. Korrekt, dass ihr auf jeden Fall mitkommt. Ja, Daisy, hier. Ciao. Es geht weiter, ne?